Hallo und herzlich willkommen zum Kunstwerkstatt-Podcast. Mit diesem Format wollen wir euch die Kunstwerkstatt und alles drumherum etwas näher bringen. Aber erstmal zu mir. Ich bin Linus, 19 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abitur am LIHI gemacht. Ich mache gerade ein BFD, also Bundesfreiwilligendienst in der Kunstwerkstatt. Das ist sowas wie ein FSJ, bloß nicht in einer sozialen Einrichtung, sondern in einer kulturellen. Bevor ich damit angefangen habe, war ich schon mit der Kunstwerkstatt vertraut. Ich habe nämlich in der 11. Klasse hier mein Praktikum gemacht und seitdem bin ich im Jugendteam aktiv. Dazu habe ich auch schon Kurse hier besucht und dabei viel dazu gelernt. Nach meinem Jahr habe ich vor, Architektur zu studieren und mich auf Passivhäuser zu fokussieren, also CO2-neutral bauen. Gut, es soll jetzt nicht um mich gehen, sondern um die Kunstwerkstatt und dafür habe ich direkt einen Gast, nämlich zu Besuch ist der Marlo. Hallo. Genau, willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hi, ich bin der Marlo. Ich besuche hier in der Kunstwerkstatt regelmäßig einen Kurs und ich bin außerdem ein Mitglied des Jugendteams. Genau, und wir beide werden uns jetzt ein bisschen über die Kunstwerkstatt an sich unterhalten. Genau, und was uns das so gebracht hat alles, wieso wir hier sind. Damit würde ich auch direkt anfangen, wieso wir hierher kommen. Ja, warum Kunstwerkstatt? Erste Antwort, die mir einfällt, ist, weil Kunst. Ist ja schon im Namen. Ja. Ich komme hierher, weil ich hier das machen kann, was ich gerne mache, was ich liebe. Ich kann hier kreativ sein, ich kann hier meine Ideen umsetzen. Und dazu ist die Kunstwerkstatt einfach ein großartiger Platz, weil hier gibt es das Material, hier gibt es so viel Kram, den man benutzen kann. Und das sorgt auch dafür, dass man quasi seine Ideen weiterentwickeln kann und nicht so in der Sackgasse läuft, wie es zu Hause vielleicht passiert. Auf jeden Fall, hier so viel verschiedene Materialien hat, kann man sich auch mal an neuen Sachen ausprobieren und findet vielleicht irgendwas, was einem besser gefällt als das, was man davor gemacht hat. Andererseits ist man auch super motiviert und inspiriert, sich zu betätigen. Oh ja. Allein schon durch die Leute, die hier sind, die haben so viele tolle Ideen und sind alle so gut. Manchmal schämt man sich sogar selbst, weil die anderen so gut sind. Und man sich denkt, ich will das auch können, aber eigentlich hat jeder so seins, wo er oder sie gut drin ist. Ja, jeder hat so sein Themengebiet, ne? Genau. Aber ja. Wo du sagst, das will ich auch können, das passiert mir sehr oft. Man ja. Sieht ja einfach, wenn Leute was Krasses können und keine Ahnung, krass zeichnen oder so, und dann ist man wirklich auch versucht, selber damit anzufangen. Und vielleicht findet man ja was, was einem selber Spaß macht und was man selber auch gut kann. Genau, da wir gerade schon bei den Leuten sind, in der Kunstwerkstatt findet man halt gleichgesinnte Leute, mit denen man sich dann über Kunst unterhalten kann und ähnliches und hat halt die gleichen Gesprächsthemen. Und auch nicht nur über Kunst. Also genau, ja. Es sind einfach coole Leute und genau. Man versteht sich gut. Ansonsten ist es halt auch noch ein Rückzugsort, so ein bisschen. So, weil man fühlt sich hier irgendwie sehr sicher und unter Freunden. Weil das ist es halt auch. Man ist unter Freunden hier. Ja, absolut, ja. Das ist so irgendwie so teilweise, vor allem durch Jugendteam für mich, das ist ja teilweise fast wie so eine zweite Familie irgendwie. Es ist für mich ja. So ein Platz, wo ich einfach hingehen kann und ich muss hier nichts leisten. Ich kann hier auch einfach im Kurs 2 Stunden lang vor mich hinzeichnen und mich mit jemandem unterhalten. Solange ich was mache, ist alles gut und das ist einfach was Schönes. Und noch schöner ist, dass wenn man mal irgendwie nicht weiterkommt oder so, kann man immer Leute fragen, egal ob es die KursleiterInnen sind oder ob es Kursteilnehmer sind. Man bekommt Hilfe und man verbessert sich dadurch halt auch einfach nur. Ja, definitiv, ja. Gut, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage, die da wäre, was uns die Kunstwerkstatt bis jetzt gebracht hat. Da haben wir ja schon so ein paar Sachen durchfließen lassen. Sowas wie Freunde, was ich auf jeden Fall nochmal hervortun will. Ich habe so viele neue Freunde durch die Kunstwerkstatt gewonnen. Das ist super und es sind nicht nur Freunde, sondern es ist halt auch Freude im Leben, weil Kunst macht mir persönlich super viel Spaß, beziehungsweise mich künstlerisch zu betätigen. Und hier habe ich halt die Freunde, um das zu machen mit anderen Menschen. Und es macht meiner Meinung nach deutlich mehr Spaß, Sachen in der Gruppe zu machen als alleine. Das hast du schön gesagt, ja. Also ich kann dir da absolut nur zustimmen. Die Leute, die man hier kennenlernt, die, ja, ich weiß nicht, das ist einfach eine Gruppe, die gestaltet dein Leben mit, ja. In gewissem Sinne. Also ich kann dir da nur zustimmen. Die Leute, die man hier trifft, das ist wirklich großartig. Für mich eine wichtige Sache, die Motivation, die ich hier kriege und bekommen habe und auch weiterhin kriege.
Die Kunstwerkstatt hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mit dem weitergemacht habe, dass ich Projekte angefangen habe, neu angefangen habe, Projekte auch fertig gemacht habe. Das ist das, was ich immer gerne mal nicht tue. Und auf jeden Fall. Es hat mir auch immer wieder gezeigt, dass es sinnvoll ist, meine Ideen umzusetzen und nicht einfach im Schrank liegen zu lassen. Und man kriegt hier auch quasi Rückmeldung für das, was man macht. Und das ist einfach eine Motivation, die bei mir dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, dass ich mich so weiterbilden konnte, dass ich einfach auch Sachen gemacht habe, die ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Also das ist einfach diese konstante Motivation, die hier immer kam. Aber man kriegt nicht Rückmeldung wie in der Schule. Das ist halt auch nochmal das Wichtige. Das ist auf jeden Fall das Wichtige, weil in der Schule ist es halt immer so notenbasiert. Und was du machst, das ist halt einfach, egal was du machst, das ist toll. Ja. Einfach. Und du musst halt einfach nur dran arbeiten und besser werden, wenn du nicht zufrieden bist damit. Aber prinzipiell sind Sachen, die du machst, immer gut. Das ist der Punkt, wenn du nicht damit zufrieden bist. Es ist komplett anders als jetzt Kunstunterricht in der Schule, weil es eben meistens kein direkter Unterricht ist. Ja. Es geht alles von dir aus. Genau. Und das ist auch das Wichtige, was die Kunstwerkstatt auch irgendwo ausmacht. Und das ist was, das hat mir einfach persönlich auch unglaublich viel gebracht. Und ja, man lernt auch mit sich selber und mit seinen Ideen besser umzugehen. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich jetzt schon zur letzten Frage kommen. Und zwar, der Malo ist ja auch ein Teil des Jugendteams, ja. Genau wie ich. Und deshalb stellen wir euch ganz kurz vor, wieso wir ins Jugendteam gehen. Aber es wird noch einen weiteren Podcast geben, der genauer auf das Jugendteam eingeht. Genau. Ich würde mal direkt anfangen. Also ich gehe persönlich ins Jugendteam, weil man einfach man selbst sein kann. Also die Leute da sind so verrückt, auf eine gute Weise. Oh ja. Und da würde ich mich definitiv nicht ausschließen. Es ist einfach super da. Wie wir schon des Öfteren gesagt haben, die Atmosphäre ist top. Ja, absolut. Und selbst wenn man ein bisschen anders ist, ist das Schöne, man wird akzeptiert. Genau. Man kann einfach sein, wie man ist. Und man kann sich einbringen, wie man ist. Also im Jugendteam, ein Hauptaspekt ist ja auch, dass wir was mitgestalten wollen. Genau. Das heißt, wir arbeiten unter Umständen dann an Projekten mit, gucken ins Programm rein, was machen wir. Wir planen Aktionen, wir helfen bei Events mit. Und es ist einfach, man kann sich selber einbringen, man kann neue Ideen bringen und man kriegt auch neue Ideen. Genau, ja, weil wir treffen uns halt einmal im Monat, praktizieren dann verschiedene Dinge. Also von, ich weiß nicht, Pouring über Graffiti oder... Also wir haben auch schon T-Shirts gestaltet oder Pullis. Genau. Wir sind gerade dabei, Sticker zu machen und es ist halt einfach, man findet neue Anstöße, um verschiedene Sachen umzusetzen oder halt auch mal auszuprobieren. Und auch immer oder oft mit dem Hintergedanken, dass man das vielleicht auch in einem Kurs dann später anbringen kann und umsetzen kann. Genau. Ja, halt einfach Sachen, die man sonst vielleicht nicht so ausprobieren würde. Ja. Ja. Danke, Malo, dass du da bist. Das Jugendteam vorstellen. Und zwar treffen wir uns einmal im Monat. Im Moment leider nur online, weil wir uns ja immer noch im zweiten Lockdown befinden. Normalerweise kochen wir dann auch noch was. Die meisten, die kommen, sind zwischen 13 und 20 Jahren alt. Wobei ich mit 19 Jahren, glaube ich, schon der Älteste bin. Dann unterhalten wir uns meist noch in Musik und dann betätigen wir uns halt künstlerisch. Da war bis, ich glaube, das letzte Mal haben wir gepourt. Das ist so eine Technik, wo man eine bestimmte Flüssigkeit mit Acrylfarben mixt und die dann auf eine Leinwand kippt. Und dann bekommt man so sehr spezielle, interessante Muster raus. Die kann man auch übrigens auf unserem Instagram-Account sehen. Ansonsten haben wir schon kleine Welten gebaut. Wir haben Schnecken gefilzt und die dann in der Stadt verteilt. Und da waren so kleine Sprüche drin. Die ganz nett waren. Wir haben schon unsere eigenen Pullis und auch Sticker designt. Wir haben auch noch Batiken-Abende geplant und Light Graffiti auch. Dazu haben wir noch ein Hochbeet vor unserer Tür bepflanzt, wo essbare Pflanzen drin sind. Ja, genau, so ungefähr die Sachen machen wir. Ist immer ein bisschen unterschiedliche Sachen dabei. Genau, und für etwas Jüngere haben wir auch noch das Junior-Jugendteam. Die treffen sich auch einmal im Monat.
immer etwas, ein bisschen vor dem Jugendteam. Genau, wer von euch jetzt Lust bekommen hat, da mitzumachen oder allgemein an einem Kurs teilzunehmen, könnt ihr bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Die Daten dazu findet ihr auf unserer Website und da findet ihr auch unser Kurs- und Workshop-Angebot.